Hi Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei mir mit einem neuen Video und ich habe hier einen Schatz für euch eingekauft. Ich weiß nicht, vielleicht haben es die ein oder anderen von euch schon mal irgendwo gesehen. Diese Palette dümpelt jetzt so ein bisschen auf YouTube rum. Zwar ist es die neue Nude Peony Palette von Catrice und ich finde, wenn man sie öffnet, dann sieht man direkt, dass sie einer sehr, sehr sündhaft teuren High-End Palette sehr ähnlich sieht. Und das ist die Huda Beauty Palette. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Ich blende es euch aber oben in der Ecke ein, damit ihr das wisst. Ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass diese Farben sich mit dieser High-End Palette so sehr ähneln. Ich muss sagen, ich habe die High-End Palette leider nicht hier, sonst hätte ich euch direkt 1:1 Swatches heute eingeblendet. Jetzt müssen leider die normalen Swatches für euch reichen. Das blende ich euch nachher natürlich auch noch alles ein, damit ihr sehen könnt, wie diese Farben so auf der Haut performen. Außerdem schminke ich natürlich auch diesen Augen-Look heute mit dieser Palette für euch. Ich habe auch schon die ganze Woche diese Palette für euch ausgetestet. Das heißt, 3 oder 4 Mal habe ich sie schon auf dem Auge getragen. Das heißt, ich kann euch wirklich eine ehrliche Review dazu abgeben und meine Meinung und meinen Senf auf diese Palette klatschen. Ich hoffe natürlich daher, dass euch das Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhilft. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Review und bis bald. Seconds, yeah, you better not stop. You got 24 seconds. Can you beat the shot clock? What you waiting on, little daddy? I ain't got that much time. You seem anxious, you seem adamant, but you ain't pressed my line. Wondering why? No, you ain't shy. I'ma say bye. Better know I won't think twice. Better let go of your pride. Just doing that, oh yeah. When that nigga pull up on me, tell that nigga back. Don't you know all of these niggas wish that they could back that? I'm just saying, boy, you playing, you gon' let it wind down. You got 24 seconds and it's starting right now. Shot clock. Ja Mädels, was soll ich sagen? Ich finde anhand der Swatches, es ist wirklich eine super starke Drogeriemarktpalette. Das schon mal vorweg. Ich finde, es ist wirklich gut pigmentiert. Ich glaube, dass diese Palette gerade für Anfänger super geeignet sein wird, weil sie ist schon pigmentiert, aber jetzt nicht so enorm pigmentiert, wie man es von High-End Lidschatten gewöhnt ist. Ich persönlich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich oft verwenden werde. Ich finde das Farbschema wunderschön, aber es gibt stärker pigmentierte Lidschatten. Ich finde, wie gesagt, das Farbschema super harmonisch. Ich finde diese Töne wunderschön. Ich glaube auch, dass diese Farbtöne vielen von euch und vielen verschiedenen Hauttypen auch stehen werden, weil sie eben so neutral sind. Aber für mich muss ich mich jetzt mal überraschen lassen, wie oft ich tatsächlich zu dieser Palette greife. Ich finde sie wirklich nicht schlecht. Ich finde, für 14,99 € kann man definitiv nichts falsch machen.
Aber gerade die matten Lidschatten sind halt wirklich so ein ganz kleines bisschen schwächer pigmentiert, als ich es mir erwartet oder erhofft hätte. Sind auch wirklich sehr, sehr krümelig. Fallout. Ansonsten machen die Schimmertöne überhaupt gar keinen. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwie Glitzer unterm Auge hängen habt. Das habe ich ja jetzt wirklich auch überhaupt nicht, überhaupt gar keine Probleme gehabt. Also ich muss sagen, es ist eine wirklich stabile Palette und man kann definitiv auch mit ihr arbeiten. Und ich denke auch, jeder Mensch kann mit dieser Palette super was anfangen, egal ob Profi oder ob Anfänger. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Nachmittag und bis bald. Ciao!